Jetzt mal Tacheles. Was ist denn nun mit meiner Heizung? Am 01.01.2024 tritt das sogenannte Heizungsgesetz in Kraft. Und dann passiert in den allermeisten Fällen erstmal genau gar nichts. Denn abgesehen von Neubaugebieten muss erstmal eine kommunale Wärmeplanung vorliegen, bevor das Gesetz greift. Kommunale was? Die kommunale Wärmeplanung zeigt euch, welche Heizungslösungen in eurer Straße künftig möglich sind. Das war uns so wichtig, weil nur so könnt ihr ja auch die beste Option für euch wählen, ob Fernwärme, Holz oder Wärmepumpe. Und weil wir wissen, dass das auch was kostet, fördern wir diesen Umstieg. Heißt konkret, für eine neue klimafreundliche Heizung gibt es für alle einen Zuschuss von 30% der Investitionskosten. Bei einem zu versteuernden Jahreshaushaltseinkommen von bis zu 40.000 Euro gibt es nochmal 30% obendrauf. Und wer schnell ist und schon vor 2028 umrüstet, bekommt den Klimageschwindigkeitsbonus von 20%. Moment mal, alle reden über das Einbauen neuer Heizungen, aber ich wohne doch zur Miete. Auch hier haben wir an euch gedacht. Beim Heizungstausch darf eure Miete nämlich um höchstens 50 Cent pro Quadratmeter steigen. Ist das trotzdem nicht zu stemmen, können Härtefälle geltend gemacht werden. Warum wir das alles machen? Wir müssen bis 2045 klimaneutral sein. Dazu haben wir uns im Klimaschutzgesetz verpflichtet. Das betrifft auch das Heizen, was übrigens 30% der CO2-Emissionen in Deutschland verursacht. Deshalb müssen wir jetzt mal ran.